mal zusammen, Leute, wir rücken mal zusammen. So, da sind wir live, da sind wir live. Erstmal Social Medias, erstmal die Social Medias. Noch eine Benachrichtigung, dass er schon das dritte Mal live ist, gefühlt. Wild. Einer streamt aus Berlin? Okay. Wild. Ich frage mich ja, wann Twitter zu x.com umgeleitet wird, weil aktuell ist ja so, dass ja x.com auf Twitter verweist, ja. Und nicht andersrum. Also das ist schon irgendwie weird, ne? Muss man echt sagen. Wurscht. So. Jetzt bin ich da, Leute. Jetzt bin ich da. Jetzt wird zusammengerückt, Alter. Jetzt wird richtig zusammengerückt. Schönen guten Mädel. Du bist mein Lieblings-Oti. Dankeschön. Danke, dass ich dein Lieblings-Oti bin. Das freut mich sehr. Aber das ist Österreich. Finde ich nicht so gut. Nee, ich fand das auch nicht so gut. Ich fand das nicht so nett. Das war schon irgendwie gemein, muss ich sagen. So, jetzt gehen wir aber rein da in was ist das? Also, das war noch der Swordschild, den wir geguckt haben. Betteln und Mädeln. Ich habe den, glaube ich, sogar abonniert. Aber der überträgt nichts. Was ist denn jetzt los? Müssen wir da etwa zusammenrücken? Der überträgt tatsächlich nichts. Muss ich jetzt tatsächlich bei der Hydra-Eule gucken? Wüt. Nee. Hä? Ich bin super verwirrt. Ich bin gerade. Was ist denn das für ein Link hier? Okay. Das ist wieder ein anderer Kanal? Nee, der ist schon fertig, der Stream einfach. Ah. Okay. Einfach mal den. Mal schauen, wie lange die online bleiben, ne? Schauen wir einfach mal. Alles, außer die Frösche, die hüpfen, ne? Man kennt doch eh. Oh, jetzt habe ich den Tab hier zugemacht. Scheiße. Ihr kennt's doch eh, Leute. Alrighto. Wir gehen jetzt rein, Leute. PS, man sieht den Bildschirm in der Spiegelung. Ja, das weiß ich. Ich habe hier nur das Video laufen, aber das ist mir schon aufgefallen. Ja, aber danke für die Aufmerksamkeitsmachung, um jetzt mal meinen Lieblings-YouTuber zu zitieren. Ja. Er ist wieder offline. Ey, ich habe es gerade gemerkt. Das ist natürlich jetzt nicht so nice, weil ich weiß nicht, wie lange die Streams bei Inga online bleiben. Das fände ich jetzt natürlich nicht so nice, muss ich persönlich sagen. Aber okay, wir probieren es doch einfach mal. Ne? Weil sonst drückt man einfach zusammen. Also ist hier wieder das aus. Das ist ja fürchterlich. Jetzt hat aber. Ihr hört nichts, ich höre nichts. Ja. So, wann kommt hier Ton? Aha, jetzt hat. Oh, toll. So, jetzt hat. Na gut.
seit langem. Boah, ist das nervig. Du bist wieder geschnauft, Alter. Ja, ich merke das schon. Und ich bin nass geschwitzt. Ja, weil Sommer ist. Passiert normalerweise, ne? Im Sommer. Und so. Ja, schön ist es schon mal audiotechnisch. Also, schön ist nicht. Guten Abend, hallo Hanna. Bruder. Nach 300 Metern links abbiegen auf Warschauer Straße B96A. Einfach mal Google Maps im Hintergrund laufen lassen. So wie es sich gehört, ne? Bruder, dein Ernst? Hoffentlich läuft er auch da. Einfach Geisterdrache dann. Meine Damen und Herren, wir haben eine Unfallmeldung. Geisterdrache ist auf der Autobahn. Jetzt guckt er da auf den Gehsteig. Ich verbringe meinen Geburtstag mal wieder in Berlin. Wieder? Was heißt denn hier wieder? Ah, pausiert. Ich dachte schon wieder, dass Inge schon wieder den Stream offline geschaltet hat. Wenn das jetzt wirklich passiert, gell? Wenn jetzt hier wirklich der Stream wieder offline geht, mitten in meinem Stream, gell? Digga, dann. Da rücken wir aber sowas und zamm! Da wäre ich aber mit dir aber sowas von zamm rücken. So Ding ist das dann nämlich. Ich hab bloß diese Sonnenbrille vergessen. Meine Güte, Alter. Ich werde mir später auch noch einen Brie-Toast machen. Ich habe nämlich Brie-Toast für mich entdeckt. Ich fand das sehr nice, muss ich sagen. Ich habe gestern nämlich einen gegessen. So, ich habe quasi Brie sehr klein in kleine Würfelchen geschnitten und die dann quasi auf so einen Schinken-Zwiebeltoast getan. Also Schinken drauf, ein paar Zwiebel klein geschnitten, ne? Und dann Brie drauf. Ist ein bisschen eine andere Konsistenz als so ein Scheibenkäse. Aber an sich fand ich es nice, ja? An sich fand ich es nice. Kann ich nur mal so empfehlen für die Kulinarik-Tipps hier von mir an euch, höchst persönlich und so, ja? Deshalb, just saying, probiert's mal aus. Also ist nicht für jeden was, aber. Kann man schon mal probieren, ne? Zügel offiziell, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. By the way, was sagt ihr überhaupt zu meinem Kanal-Redesign Nummer 4? Ne? Also jetzt mal so Frage in die Runde. Einfach mal so ganz offen und ehrlich. Ich hab mir gedacht, so neuer Monat, neues Kanal-Design, ne? Einfach so konsequent jetzt einfach mal wieder über Haufen werfen, alles, was man so davor gemacht hat. Ich hoffe, es ist ein bisschen besser als das davor, weil ich muss sagen, ich habe das Logo jetzt am Ende gar nicht mehr gefühlt. Also ich finde den Zauber trotzdem geiler. Ja, also so ein schlichtes Logo. Welches Design? Ich habe ein neues Kanallogo und ein neues Hintergrundbild. Und das auch, glaube ich, schon bei allen Social Medias, die ich irgendwie. Nee, stimmt nicht. Nee, ich habe doch Telegram ganz vergessen. Das muss jetzt gleich mal geändert werden. Ich habe Telegram ganz vergessen. Da, wo ich eigentlich super aktiv bin. Ja, das wird jetzt gleich mal geändert. Auch live im Stream. Da kenne ich auch nichts. Ich kann ja auch einfach hier mal weiterlaufen lassen. Passiert eh nichts. Zordala. Jetzt ist Telegram auch geändert. Ja, jetzt haben wir Schnaufen und Wind. Das ist natürlich auch auditiv, ist das echt ein Schmaus, ne? Das muss man echt sagen. Gute Idee. Was, mein Geburtstag in Berlin zu feiern? Und wenn sich Zeit gab, dass es eine gute Idee war. Gute Idee. So, wird dann auch nachgeladen, Alter. Walnüsse drauf und dann noch ein Schinken und dann ab damit in den Backofen. Ja, könnt ihr auch mal ausprobieren, du. Na, Mensch. Natürlich, Van Damme, Metal, schön, dankeschön. Dieser Pickel, dieses Gesicht, oh, ich hab gar nicht drauf geachtet, muss ich sagen. Ich hatte schon wieder, es geht um mich. Oder um mein hässliches Gesicht, tut mir leid. Wüt. Feigensenf dazu, beste. Habe ich noch nie gegessen.
Ich muss auch sagen, ich habe einmal, also auch so eine Sache, wenn ihr jemanden nicht mögt, schenkt dem Akazienhonig. Ich habe nämlich einmal von einem Kollegen Akazienhonig geschenkt bekommen. Ich habe das einmal probiert, gell? Das war absolut grottig. Ich hasse Akazienhonig, wirklich. Ich hab das geschenkt bekommen vor ein paar Jahren. Ich habe das Glas immer noch hier. Ich habe sogar mitgenommen, als ich umgezogen bin. Ne? Müsst ihr euch mal vorstellen. Also Akazienhonig ist echt nicht nice. So, wenn ihr was gegen jemanden habt und ihr wollt ihm was Böses tun, dann schenkt ihm Akazienhonig. Kleiner Tipp. Ich werde den auch irgendjemanden weiterschenken. Ne? Falls ich jemals irgendein Zuschauertreffen machen sollte, dann kriegt einer von euch von mir Akazienhonig einfach geschenkt. Ne? So, das passiert dann einfach. Der Türwan Dame mit einer 5-Euro-Spende. Gib nicht alles auf einmal aus. Hashtag Liebe und Jonah Hill. Dankeschön, der Türwan Dame. Ehre, ganz viel Liebe an dich. Dankeschön für deine 5-Euro-Spende. Es kriegt auch erstmal ein Herz hier. Ne? Bin nett von dir. Ja, so bin ich. Kann ich dafür. Bin einfach so ein netter Typ. Ach, da wurde wieder mal das live pausiert, ganz kurz. Ich mag Akazienhonig. Was ist denn falsch mit dir? Teufel, ey. So, was passiert denn jetzt hier? Also es ist auch wieder Wind, es ist Schlauferei, es ist Geschwitze ist da unter. Also es ist alles sehr, sehr wild gerade, audiovisuell, muss ich sagen. Ich schicke mir alles, ja, auf jeden Fall. Guten Abend, Ronny. Guten Abend, Big Wolf, schönen guten Abend. Kannst du mich die von unten filmen? Ja, natürlich. Das ist bei übergewichtigen Menschen ist das immer die beste Kameraperspektive, muss man sagen. Man kann auch noch sagen, geiler Winkel, du. Oh, Ronny hat mittlerweile erzählt. Bist du auf deinen Service auch schon geändert? Ne, Discord muss ich auch noch ändern, ja, stimmt. Das stimmt tatsächlich, das muss ich noch machen. Also Discord wird ja generell geändert, ne? Das mache ich auch noch mal. Ich glaube, Kick muss ich auch noch mal umändern, aber ich weiß auch nicht, ob ich da schon irgendwas eingestellt habe. Bruder! 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 Was passiert hier gerade? Muss doch nicht sein, Digga. Muss doch echt nicht sein. Ja, und da ist auch das Live beendet, mal auf entspannt angelehnt, ne? Man kennt. Oh, das ist schon anders Video, was da wieder startet. So, Discord habe ich jetzt auch umgeändert. Glaube, hoffe, ja, jetzt ist es umgeändert. Sehr schönes Ding. Schöne Geschichte, würde ich mal sagen, an dieser Stelle. Schöne Geschichte. So, wir gehen jetzt in den nächsten Stream rein. Direkt, ohne Verzögerung. Warte mal, ist das jetzt hier? Nee, das ist der, in den wir jetzt rein müssen. So. Nicht langlaufen, ohne dass man direkt erkannt wird. Krass. So. Unfaire User sind nun taub. Also, was ist schon wieder passiert? Hat mein PC schon wieder mal eine kleine Störung von sich gegeben? Bruder, jetzt mal wirklich. Also, was wird denn das, wenn es fertig ist? Ich muss ja auch mal ganz kurz die Ding mal ein bisschen leiser machen, ne? Weil ich merke, das ist alles gar nicht mal so nice gerade. So, ich mach das jetzt mal auf 0 Dezibel. So. Namentrag, servus. 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 Ich bin heute.
Wegen dem Ton von Rainer. Ja, ich merke das schon. Das ist. Boah, Alter, Digga, ist das jetzt dein Ernst gerade? Also komm. Also, eigentlich auch. Bruder, das Standbild ist auch 10 von 10, muss man echt sagen. Heute schon gelacht oder was? Nee, heute habe ich noch nicht gelacht. Das war auch der falsche Einspieler, Verzeihung. Das war der falsche Einspieler. Nein, ihr Fotzen! Heute schon gelacht oder was? Ach, schönes Ding. Ah. Der Wind, das himmlische Kind, Alter, der kommt gleich der Erlkönig, ich sag's euch. Auch schrecklich, wenn man bedenkt, was Hochmauer eigentlich für die Geschichte hat. Aber schon irgendwie cool, dass man daraus jetzt so ein Denkmal macht. Voll des Monster, Alter. Finde ich geil. Ja, richtig, richtig geil. Ist natürlich, wie gesagt, ein Denkmal für eine schreckliche Aktion und für eine schreckliche Situation. Ich glaube, Rainer verwechselt gerade das die Berliner Mauer mit einem Mahnmal für ich glaube, für Getötete im Zweiten Weltkrieg. Ich bin mir aber jetzt nicht gerade sicher. Und weil die Berliner Mauer ist kein Denkmal und also ich würde es nicht sagen, dass die Berliner Mauer ein Denkmal ist. Und Tragödie, also den Ost-West-Konflikt in Deutschland als Tragödie zu bezeichnen, ist auch schon ein bisschen überzogen, oder? Also aus Sicht eines Österreichers kann ich mich dazu eh nicht großartig äußern. Ich würde mich da niemals einmischen wollen, ne, in die deutsche Geschichte. Das haben schon genug Österreicher vor mir erfolgreich gemacht. Und das muss ich nicht auch noch wiederholen, aber weiß ich, also es klingt wieder sehr alles sehr pseudo-intellektuell, was ich da von Rainer höre. So. Guten Abend, lieber Rainer. Servus. Ja, natürlich, von unten filmen ist immer beste Leben. Vielleicht bin ich bei dir. Das Tabaktuch ist auch eine 10 von 10, ne? Also, das muss man jetzt sagen. Bedauerlicherweise schon. Oh, ich habe wieder irgendein Flatterviech hier bei mir gerade drin. Ich merke das schon wieder. Da ist jetzt irgendein Flatterviech gerade bei mir vorbeigeflogen. Oh, ist ja ein Abfuck. Ach Gott, oh Gott. Ist der Band in der Mauer. Was? Hallo? Wurde die Schnoppen einmal gesehen? Ja, schon vor 2 Wochen ungefähr. War sehr nice, muss ich sagen. Ich habe das in Wien im IMAX gesehen. Oppenheimer hat sich sehr gelohnt. Also ich fand, ich habe das auch auf Twitch, wir waren jetzt gerade auf Twitch live, da habe ich das auch schon mal ganz kurz angerissen. Also Oppenheimer ist auch eine ganz solide 9 von 10. Das muss ich sagen, von den Filmen, die ich bisher dieses Jahr gesehen habe, hat mich Oppenheimer mit am meisten abgeholt. Ne? Was ich noch sehen möchte, ist halt Spider-Man Across the Spider-Verse. Das könnte Oppenheimer vielleicht sogar vom Thron stürzen, weil ich Spider-Man halt extrem liebte, auch den ersten, den Into the Spider-Verse. Und ich glaube, dass der Across the Spider-Verse halt auch super nice wird. Ich habe leider den Kinostart verpasst. Und jetzt warte ich eigentlich nur mal drauf, dass der im Stream quasi erscheint. Und natürlich musst du für Oppenheimer 3 Stunden halt Sitzfleisch haben, da brauchen wir drüber reden. Aber an sich, wenn du dich drauf einlässt und du sagst, du bist interessiert an einem etwas anspruchsvolleren Film, jetzt kein Kopf-aus-Kino, dann hast du damit auf jeden Fall deinen Spaß. Das muss ich sagen. Also für alle, die sich überleben, Oppenheimer zu schauen, schon allein für den Trinity-Test und das in einem guten Kino zu erleben und vom Bild und Sound her, das war echt großartig, ne? Ja. Ich habe kurz im Schatten von dem Viech gesehen. Viel Spaß beim Kaffee. Ich weiß auch nicht, was das für ein Viech war gerade, muss ich sagen. Und ich weiß auch nicht, wo das jetzt gerade ist. Aber nice fand ich es jetzt nicht besonders, gell? Um jetzt ehrlich zu sein. Hast du Banshees auf? Ich schlage mich tot gesehen. Nee, habe ich nicht gesehen. Der Metal Kasper nervt mich gefühlt schon seit Monaten damit, dass ich den mal schauen soll. Ich weiß nicht. Ich habe mich dazu noch nie durchgerungen und habe ihn noch nicht gesehen. Ne? Soll ja ganz gut sein, aber. Ja. Weiß ich nicht.
schon den neuen Castlevania-Trailer gesehen? Nee. Von dem Spiel oder von dem Anime, der kommt? Oh, hier wird der Monsterfighter demnächst im Kino. Ja. Vielleicht habe ich Glück und der ist irgendwie rausgeflattert wieder, dieses Viech. Das wäre natürlich gut, ja. Aber ich hasse so Flatterviecher bei mir irgendwie. Und bald kommt dann Nan 2 im Kino, ja. Oh, ich hab's gesehen. Aber leider wohne ich nicht mehr in Salzburg, deshalb habe ich nicht mehr diese schöne Erfahrung quasi. Du steckst das in deine Hand. Kann's nicht sein. Ich lass mal kurz laufen und ich hole mir mal schnell was zu futtern wieder, ne? Vielleicht suche ich auch den Rest der Wohnung ab, ob da vielleicht dieses Flatterviech hängt. Keiner weiß. Schon schrecklich eigentlich. Was die Mauer symbolisiert, muss man ja nicht mehr bedenken. Das ist absolut abartig. Aber dennoch, es ist halt auch ein Teil unserer Geschichte. Und wir wissen ja alle, ne? Wer die Vergangenheit verleugnet, verleugnet halt leider auch sehr, sehr schnell was wir gemacht haben, ne? Was wir erlebt haben. Was? Digga, was ist das für ein Kalenderspruch? Was ist das für ein behinderter Kalenderspruch, Alter? Wer die Vergangenheit leugnet, der leugnet auch, was wir alles erlebt haben. Ah ja, erzähl mal doch nichts, Rainer. What the fuck? Wo ist das genau? In Berlin? Also, ich weiß, ich habe selber keine Ahnung, wo das ist. Ich war noch nie in Berlin, deshalb kann ich auch nicht sagen, wo die Mauer ist. Das ist schon krass, die Mauer. Das ist gut, das ist alles leer. Dennoch. Danke, Leute. Ich glaube auch nicht, dass er weiß, was es mit der Mauer auf sich hat, ne? Ich glaube, er denkt, das ist so irgendein KZ-Shit oder so, glaube ich. Ich bin ja jetzt schon zum fünften Mal in Berlin. Oder sogar sechsten Mal, wenn man meine Kindheit dazu zählt. Aber ich find's immer wieder cool hier. Ist immer wieder geil. An der Mauer bin ich jetzt schon. Ich red mir einfach ein, dass er rausgeflogen ist, ne? Dann komme ich besser drauf klar. Dreimal gewesen. Ich weiß nicht, ob ich als Kind mal hier war, aber als Erwachsener war ich jetzt dreimal hier. Und ich finde es halt immer wieder cool. Was wird da bei dir? Ja, in Berlin ist echt schön. Sonnenschein. Absolut geil. Man muss nur immer aufpassen, wenn man an der Mauer entlangläuft, dass man Leute die Fotos machen, dass man den Leuten nicht in die Fotos reinläuft. Ja, das wäre schrecklich, ne? Da siehst du dich ja gar nicht drin. Was ich auch cool finde, ist das hier. Richtig cool. Hab ich auch sofort entdeckt, was so es ist. Bunt bemalter Hänger. Bunt bemalt einfach. So. Ich kann allerdings heute Abend leider nicht mehr streamen. Wieso? Es ist doch Abend. Ich bin heute jetzt nur ganz kurz online. Vorhin musste ich auflegen oder ausmachen, weil ich das ist, was ich gemeint habe. Jetzt bin ich voll in den Ding gerannt. Du gehst ja auch genau vor der Mauer, ne? Also was erwartest du dir auch? Natürlich wirst du da irgendwelchen Leuten reinlaufen. Wie heißt das? Ich muss beim Beime? Na? Na, Daumen hoch nicht vergessen, Leute. Fun Fact, bei TikTok kann man keinen Daumen hoch geben. Ich kann heute leider nicht so viel streamen und lang streamen wie sonst. Das funktioniert halt einfach nicht. Deswegen
ich mir gedacht, wir machen das beim nächsten Mal dann wieder ganz normal. Genau. Nee, lass dir Zeit, Rainer, mit dem Satz. Lass dir Zeit, wirklich. Morgen geht's dann ganz normal weiter. Wir machen einen Gaming-Stream mittags. Morgen ist ja Montag. Wir machen Gaming-Streams mittags. Das kriege ich hin, denke ich. Vielleicht auch nicht. Das muss ich gucken. Das werde ich euch auf Twitter, folgt mir auf Twitter, werde ich das spontan einfach teilen, falls ich es nicht schaffe. Ansonsten gebe ich einen normalen Tagesablauf aus. Regie, können wir bitte noch ein bisschen mehr Wind haben? Irgendwie, mir ist es da zu windstill. Das heißt, 2 Stunden TikTok. Die 5 habe ich leider gar nicht mehr. Ich sag's noch ganz kurz. Das ist schon krass hier, ey. So krass, Alter. Voll das Monster, Alter, Berlin. Ja, Berlin! Ich muss jetzt dann raus. Oder aufhören. Fun Fact, der ist schon draußen. Lul! Der geht noch. Ist er auf Pillen? Nee, glaube ich nicht. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ja, das ist nichts Neues bei dir, Rainer. Ich sag normaler Stream morgen. Also morgen wahrscheinlich, nicht sicher, wahrscheinlich Gaming-Stream. 2 Stunden. Und wir machen noch 2 Stunden. Ja. Nee, lass dir Zeit, Rainer. Wir machen noch etwa 2 Stunden. Ja, doch, sagen wir 2 Stunden. Kannst du nochmal 2 Stunden sagen? Auf TikTok, das schaffen wir. Auf YouTube. Und dann ist ja schon Montag, dann haben wir Dienstag. Genau. Und Mittwoch. Dienstag auf Mittwoch machen wir jetzt ein bisschen den Stream. Da werde ich vorher einen Stream machen und dann. Regie, bitte mehr Wind. Bitte mehr Wind, Regie. TikTok gegen Guerrilla. Ein Big Match. Oh, ja, stimmt. Das habe ich auch noch mitbekommen. Stimmt, da ist ja bald sein Geburtstag, ne? Damn. Oh. Fucking hell. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Und da ziehen wir da durch. Bin ich gespannt, wie das reißt. Da ziehen wir durch wie so ein Kokainabhängiger, ne? Sag ich immer so. Da ziehen wir einfach durch, ne? Schau mal. Voll krass. Regie, bitte mehr Wind. Bitte mehr Wind. Regie. Das war beim letzten Mal, glaube ich, noch nicht der Fall. So, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream wieder mit dabei. Und ja, dann bis morgen. Danke. Aber macht das sonst nichts im Geburtstagsmonat, richtig? Eigentlich macht er nichts im Geburtstagsmonat. Ja, na, das war ja ein sehr spannender Stream, muss ich sagen. Das war ein Superstream, kann man auch noch sagen. Ein sogenannter Superstream. So, aber schauen wir jetzt noch zum Rauschmiss. Viel mehr ist ja nicht. Ich war jetzt schon auf Twitch live. Ihr müsst mir auf Twitch folgen, Leute, das hilft nichts. Ich bin, ja. Twitch, da sind die besten Streams quasi. Sagt man, munkelt man. Ja, munkelt man. Wir können uns ja noch das Survival-Video anschauen, den zweiten Teil. Das haben wir noch nicht gesehen. Na, wo ist es denn, das Survival-Video? Einen wunderschönen guten Abend, Troll. Du bist irgendwie die letzten 3 Tage nicht auf WhatsApp online gewesen. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, Bruder. Was ist denn los mit dir? So ist es, da ist es bei Video Teil 2, ne? Da ist es. Gehen wir da mal rein. Dann reicht auch für heute wieder. Oh, das ist. Sieht alles ein bisschen anders aus. Wir gehen rein, meine Damen und Herren. Oh, jetzt habe ich das Fenster zugemacht. Warte mal. Eieieiei. Das brauchen wir. Na komm. Danke. Traum, in einen Weg stelle
wirklich der Gefahr. Alles, was wichtig. Meine Güte, Alter, was ein Intro. Was ein Intro, Alter. Oh, jetzt ihr seht ihr noch gar nichts. Warte mal, ihr seht noch gar nichts. Entschuldigung, ihr habt noch gar nichts verpasst. Ihr habt noch gar nichts verpasst. Ihr seht ja noch gar nichts. Das habe ich jetzt gar nicht bemerkt. Es tut mir leid, meine Damen und Herren. Es tut mir leid. Na, wie geht's dir? Wie geht's? Gut, dankeschön. Danke der Nachfrage. So, geh mal rein da jetzt. Hilft ja nix. I'm lying alone with my head on the phone. Thinking of you till it hurts. Das, ich denke mir irgendwie, das klingt so I'm all out of love. Genau so klingt die Melodie für mich persönlich. Ja, und ich habe mich nicht davor gescheut, da jetzt einfach mal ganz kurz den Song anzustimmen. In, so falsch, wie es nur geht. Die armen Nachbarn, Alter. Ich glaube, mein Nachbar raucht schon wieder Pott. Ich riech schon wieder. Es kommt schon wieder so ein leichter Pottduft in mein Fenster rein, Alter. Drache Survival. Ich glaube, ich hatte der Blitz getroffen. Ich glaube fast auch. Guten Morgen wünsche ich. Es ist 20.38 Uhr rein. Es ist nicht mehr morgen. Es tut mir leid, dass es hier auch wieder kein Intro gibt zu dem Video. Das liegt der Fun Fact, es gibt ein Intro. Rainer hat das, glaube ich, das Prinzip von einem Intro nicht verstanden. Das ist eben der zweite Teil von gestern ist. Deswegen mache ich das jetzt so. Ich habe für euch hier eine Video, Video, wo ich mein Lager mache. Das wird ein bisschen kürzer, das Video, als das von gestern, weil es auch viel Zeitraffer beinhaltet, ein bisschen mehr Musik und dafür dann aber eben das ganze Übliche. Das Coverbild ist genau das gleiche wie auch gestern. Und die bisschen leise, also ich leise oder Stream leise, der Video leise, ne? Das kann natürlich gut sein, dann werden wir das einfach nochmal ein bisschen lauter machen. Das ist kein Thema jetzt, sage ich immer, ne? Wie ich immer so schön zu sagen pflege. Dann, aber das liegt, wie gesagt, eben daran, dass wir eben hier den zweiten Teil von gestern haben. Wer sagt im Intro, dass es kein Intro gibt? Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Alles zusammen wieder wild. Ja, bis morgen, Rainer. Achso, geht dann noch weiter. So. Wichtig an der Stelle ist, Holzdiebstahl kann sehr, sehr teuer bestraft werden. Allerdings glaube ich ja nichts. Ich verlage es lediglich. Und zwar Okay. Der gesetzesdehnende Hase ist das, ja? Der nicht klauen, sondern nur verlagernde Hase. Da hinten zu meinem Lager. Wo ist der So-Counter? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich einen machen möchte. Platz. Und zwar im Idealfall so, dass ich im Idealfall ein bisschen getarnter bin. Im Idealfall, einfach so ein Baum da aufhängt. Ja, das ist doch kein Holz, das ist ein Stamm. Ist das. Wenn jemand auftauchen soll, dass das Problem ist. Ja, einfach hinter Baum verstecken, ne? Das ist ein Klassiker. Bei deiner Körperfülle ist das auch kein Thema nicht. Ne? Ja, fast ein ganzer Baum noch ist. Was? Der ist zwar hier schon locker, aber das ist nicht ganz so einfach, wie man es gerne hätte. Gerade weil dieser Baum noch recht klein zu sein scheint. Hast du das WhatsApp-Gruppen-Video von ApoRed geguckt auf Twitch? Nee, das habe ich tatsächlich nicht geguckt. Das müssen wir uns aber anschauen. Ich habe das schon mitbekommen. Ich habe das ist ein neues Kaiser-Video, ist das, glaube ich. Ne? Ich habe das mitbekommen, dass da wieder ein Scheme geben sollte von ihm. Aber ich habe es noch nicht gesehen, ne. Aber das können wir morgen oder so auf Twitch schauen, mal schauen. Okay, vergesst das. So. Eine Sache beim Bäume ziehen im Wald ist eine Grundregel. Zieht den Baum niemals gegen. Sagen immer. Ich verstehe kein Wort, was du mir gerade zu sagen versucht. Die Audioqualität ist auch 10 von 10, wirklich. Mit der Crisp auch wieder alles zusammen. So wie ich es jetzt mache. Na? Wie Jesus zieht er einfach so ein Stück Holz hinter sich her. Mein Nippel wird schon ganz hart. Ich ziehe den Ast, den Baum hinter mir her. Ah. Und gleich kriege ich einen Anfall mit diesem Scheißdreck. Jedes Mal geht dieser Scheißalarm los. Damit werde ich nochmal entdeckt. Für einen Alarm. Also. Die Äste gehen in die Richtung und ich ziehe in diese Richtung. Weil. Im Klartext heißt es,
ich ziehe ihn mit den Ästen und nicht gegen die Äste. Gegen die Äste ist es nicht nur schwerer, sondern kann sogar unmöglich sein. Unmöglich, unmöglich, unmöglich. Alarm, Alarm. Das ist, glaube ich, das, was bei Rainer die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Unmöglich ist, nee, ist eh ganz klar, nee, ist ganz klar. Weil er sich fragt. So. So. Okay. Ich würde jetzt. Zählt Deck was für dich als Bräunungscreme? Du bist ja ein richtiger Witzbold. Hast du schon mal mit Stand-Up-Comedy probiert? Super, ne? Die Kamera eigentlich abstellen. Ich habe überlegt, den da drauf zu stellen. Warum stimmt denn Baum mit sich rum? Ich glaube, das ist zur Tarnung. Ich bin mir aber nicht sicher. Um zu versuchen, ob ich in Fahne. Auch cool. Fahne gibt es auch schon so lange. Die gehören mit den ältesten Gewächsen, glaube ich sogar. Ja, keine Ahnung. Würde ich jetzt einfach mal bestreiten, aber ich habe auch keinen Bock, das jetzt irgendwie wie nachzuschauen. Hast du eine Facebook-Seite? Nee, ich habe keine Facebook. Ich habe noch nie eine Facebook-Seite besessen, tatsächlich. Also Facebook war so ein soziales Netzwerk, wo ich immer großen Bogen drumherum gemacht habe. Aber meine ganzen Social Media, das findest du unten quasi im Stream eingeblendet. Der fährt hier durch den durchs Bild durch die ganze Zeit. Ne? Also da findest du mich. Die erste Minute passiert schon mal gar nichts. Kann man machen. Aha, jetzt hat. Wo ist dein OnlyFans? Das kommt, wenn Rainer seinen Kanal wieder zurückbekommt auf YouTube. Dann mache ich OnlyFans. Sau alt. So alt wie die Erde. Muss man wissen. Ja, aber sowas von. Oh, ich kriege eine Nachricht. Ah, die schicken mich mal. Viele wissen es ja nicht, ne? Auch so ein Fakt, wie alt die Erde ist, das Gehirn, gell, hat sich selber benannt. Kommt erstmal darauf klar. Ne? Unnützes Wissen. Schöner Wohn, ey. Das ist ein schöner Wohn mit Rainer Winkler. Nennt mich Tele Winkler. Hier die Mittler, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, schöner Wohnen läuft nicht mehr so. Ja, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Ich habe das jetzt mal sehr schnell gemacht. Nee, ich kann das nicht. Kann ich hier auf muten, das ist ja auch nicht nötig. Also, was passiert denn hier großartig? Ja, nix. Nix, absolut nix. Rainer, der über 5 Minuten hinweg eine Plane aufstellt. Ne? Mehr ist es ja nicht essentiell. Das ist ja katastrophal. Was ist denn das für ein Video? Also schön ist nett, muss man echt sagen. Also lohnt nett das Video aktuell, muss ich sagen. Lohnt nett. Ja, aber passiert hier denn noch was? Wo ist jetzt überhaupt mein Cursor? Ich habe schon meinen Cursor verloren, Alter. Ja, hier ist Plane aufbauen. Das ist übrigens Originalgeschwindigkeit hier, ne? Also wenn überhaupt, ne, ist das überhaupt Originalgeschwindigkeit? Das ist Originalgeschwindigkeit. So. 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 Neue Sektion des Videos, einfach mal so. Der Lager ist halbwegs fertig. Es sieht natürlich jetzt aus, dass eine Delle nach innen. Immer das Problem an der Plane ist, es ist eigentlich so. Das Lager ist halbwegs fertig. Halbwegs. Es sieht natürlich jetzt aus, dass eine Delle nach innen.
das Problem an den. An der ja, weil du es nicht gespannt hast, deshalb ist eine Delle drin. Das ist natürlich, wenn es regnet, ist es natürlich nicht so nice, ne? Der Plane ist, dass es eigentlich keine Plane ist. Aha, die Plane, die Plane ist, ist eigentlich gar keine Plane. Ja, muss man wissen, meine Damen und Herren. Ne? Muss man wissen, sage ich immer. Also, doch, ist es schon. Aber es ist eine Zeltplane. Hm. Von einem Iglu-Zelt. Was bedeutet? Man kann es nach außen oder nach innen wölben, aber es hat immer diese Form. Ja, ich sage ja auch immer, ne? Also ich sage auch immer, Rainer, du weißt, war das Mädchen brav, ist der Bauch konkav, ja? Hatte das Mädchen Sex, ne? Ist der Bauch richtig konvex, sage ich immer so. Ne? Ist so ein altes Sprichwort, was ich immer so sage. Ja, Klassiker. Und jetzt ist die Frage. Was ist die Frage? Ja, du spannst die Plane einfach, du Knaller, du spannst sie einfach. Hier habe ich das Problem. So. So. Ich kann jetzt hergehen und mir einen Stock suchen. Ich habe auch schon was im Blick. Und den stelle ich dann ungefähr mittig unten drunter. So. So. Dennoch, es ist noch nicht perfekt. Aber ich habe es jetzt hier schon mal mit der Seite halbwegs getan. Ja, geil, schaut nett aus, ne? Muss man sagen. Sieht man schon mal die Plane nicht so leicht. Wenn ich so jetzt gar nicht mit dem über Serie gucken oder sonst was bin. Das ist mal gut. Erstmal Serie gucken im Wald, Alter. Das ist ja, du bist ja ein richtiger Hund, du. Ein richtiger flieger Fuchs, sag ich mal. Ein Fuchs. Ein Licht zieht in der Nacht, sollte das safe sein. So, ich organisiere mir jetzt mal so. Eben einen Stock passend. Und dann zeige ich euch noch, wie ich den unterbringe. Und dann sind wir eigentlich mit dem Lagerbau soweit fertig. So. So. Ich habe jetzt einen Stock reingeklemmt. Halbwegs mittig. Das ist keine Plane, das ist ein Kinoleinwand. Wissen die wenigsten. Ja, muss man. Schaut auch jetzt nicht besser aus. Wie gesagt, wenn regnet, ist Arsch, ehrlich gesagt. Ne? Hält. Sieht aus wie ein Zelt, ist es aber tatsächlich nicht. Das ist wirklich nur die Plane. Ja. Die Leute fragen mich immer, ein Zelt? Nein, mit vier Wolle gewaschen. Uff, erstmal relaxen. Jetzt hau ich mir erstmal einen Krümeltee rein, oder? Auf den Schock. So. Das Problem ist nur, ich habe da keinen Stock gefunden, der etwas stabiler ist. Immer diese unstabilen Stöcke. Klimaerwärmung und so. Deswegen ich jetzt. Ja, nee, ja. Super. Ja? Ja, hoffen wir mal, dass es hält. Hoffen wir mal, dass es hält. Es ist ja nur für einen alles außer die Frösche, die hüpfen, ne, mein Kind. Und ich werde ja auch wieder meinen Schirm auspacken nachher. Klassiker. Na gut, soweit erstmal zu dem. Ich werde aber nachher noch ein bisschen was erzählen. Er wird nachher was erzählen. Das Video ist genau das. So. Deswegen versuche ich mich zu verstecken, bevor ich mein Lager aufbaue. So. So. So, meine Lieben. Ihr habt gesehen, da ist es mal wieder das Problem, dass mich jemand entdeckt hat. Deswegen machen wir hier an der Stelle Schluss. Ich habe das Lager an dem Tag wieder komplett abgerissen und habe es woanders wieder aufgestellt. Habe auch das Ganze gefilmt, habe auch den Weg dahin gefilmt und. Das kriegen wir halt einfach nicht zu sehen, oder was? Und ich werde euch das nächste Video morgen hochladen. Ah, danke morgen. Fun Fact, das Video ist sicher 3 Tage alt. Bis heute kam noch kein neues Video. Zuschauen, bis dahin, euer Drache. Haut rein und tschö, tschö. Tschü, tschü, Rainer, tschü, tschü. Tschü, tschü, tüdelü und so, ne? Du weißt Bescheid. Ach ja. Schöne Geschichte, sage ich immer dazu. Schöne Geschichte, ja. Habe ich noch was für euch? Ich glaube fast nicht, dass ich noch was für euch habe. Was die Märkische Heide hat jetzt schon ein Video gemacht. Wüt. Naja, ich möchte gar nichts zu sagen eigentlich. Ne? Aber okay, ist okay. Jedem das seine, ne? Um jetzt einfach mal ein paar KZ-Sprüche zu zitieren. Ne? Man kennt. Ja, ich möchte jetzt hier auch nicht entlassen schon mit dieser schlechten Streamzeit eigentlich, ne? Das ist ja auch jetzt nicht so die feine englische Art, muss ich sagen. Aber ich habe halt nichts mehr für euch, ne? Weil alles, was ich irgendwie außerhalb von Rainer behandeln möchte, kommt halt auf Twitch. Das ist ja das Ding. Gibt es jetzt irgendwo noch ein neues Video von ihm oder so? Das ist ja jetzt auch alles wieder schwierig, Leute. Alles wieder. Ihr unterschätzt es immer. Streamer ist ja eigentlich krasser als ein Herzchirurg, ne? Vom Beruf her. Ne? Wissen die wenigsten.
könntest es doch so beschimpfen, so wie Reinhard. Nee, ich glaube, das mache ich nicht. Gibt es Viva Wolle noch? Natürlich gibt es die noch. Viva Wolle, also ich, der Werbespot ist natürlich Klassiker, ne? Neu? Nein, mit Viva Wolle gewaschen, ne? Was ist überhaupt das letzte Video? Seine Anime-Empfehlung. Oh, Demon Slayer-Anime-Empfehlung. Wie lange geht denn die? Ich hoffe nicht so lang. Kriege ich da eine Antwort? Wie lange geht? 5 Minuten. Ach komm, die gönnen wir uns noch. Die gönnen wir uns noch. Na, so bin ich ja nicht. Ich will ja nicht so sein. Die gönnen wir uns noch, diese Anime-Empfehlung. Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Grüß dich, Rainer. Servus. Mit einem neuen Anime-Video, dieses Mal zum Thema Demon Slayer. Ich bin gespannt, was er zu Demon Slayer sagt, weil ausnahmsweise der erste Anime, den ich gesehen habe, den Rainer auch tatsächlich hier empfiehlt. Ja. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Spoiler, Rainer hat nichts auf die Kette bekommen. Warum überrascht mich das jetzt gerade nicht? Genau. Da macht mir eine Demon Slayer kaputt. Ja, ich glaube, Rainer kann nichts Gutes über diesen Anime sagen. Genau. Was soll ich zu Demon Slayer jetzt groß sagen? Also das ist natürlich auch immer, das ist das Gleiche, wenn ich jetzt einen Stream anfangen würde. Na, was könnte ich jetzt schauen, ne? Anstatt irgendwas vorzubereiten, einfach mal, ja. Was könnte ich jetzt schauen, ne? Was könnte ich jetzt zu Demon Slayer sagen? Demon Slayer zunächst mal ist ein recht interessanter Anime. Recht interessant, dieser Anime. Dämonenjäger und Dämonenjagd. Meistens werden die mit Schwertern angegriffen. Eigentlich immer. Man muss ihnen den Kopf abschlagen, damit sie draufgehen. Achtung, hier immer Spoilerwarnung. Ich sag's immer noch mal dazu am Anfang jetzt, weil ich habe den Trailer noch nicht gemacht. Also nicht das. Ich bin gespannt, was ihr mir da jetzt spoilern wird. Ich habe das Intro noch nicht gemacht. Und deswegen. Ja. Also man könnte jetzt natürlich erklären, gell, dass der Protagonist, der Junge in dem grün-schwarz gestreiften Outfit, ja, dass das ein Junge namens Tanjiro ist, der hat eine Schwester, das ist die da rechts oben. Er ist eigentlich, kommt aus einfachen Verhältnissen, ne, die sind irgendwie, der verkauft Kohle und geht dafür in die Stadt. Als er nach Hause kommt, ist die ganze Familie tot und sie wird quasi zu einem Dämon verwandelt. Er könnte sie töten, macht es aber nicht und kriegt sie irgendwie in den Zaum und er sucht quasi einen Weg, sie zu, ja, heilen. Das ist jetzt ungefähr die erste Folge, so ungefähr, ne? Er trifft dann eben auf einen dieser Demon Slayer, einen Krieger aus diesem Demon Slayer Corps, der sie quasi töten möchte, aber er kann das irgendwie alles verhindern. Ist auch schon länger her, dass ich die erste Staffel gesehen habe, ne? So, das könnte ich dir jetzt aus dem Stegreif raus erzählen, ne? Und ich habe jetzt nicht mal Gedanken darüber gemacht. Und wir begleiten quasi in der ersten Staffel Tanjiro, der halt irgendwie mit der neuen Realität quasi klarkommt und jetzt erstmal in der Fine Art of Demon Slayering quasi ausgebildet wird. Das ist ein grob zusammengefasst irgendwie so der erste Arc. So Tanjiro, der erstmal so die Basics beigebracht bekommt. Ne? Danke für Spoiler. Komm, das ist die erste Folge. Hör mir doch auf. So, ungefähr zur Mitte der Staffel, glaube ich, trifft er dann auf, oh, wie heißt er denn? Auf die anderen zwei, den Wildschweinkopf und den anderen, der Blonde, der ist super nervig, der schreit nämlich die ganze Zeit immer, der ist gefühlt in jeder Sprache, ist der wahnsinnig nervig und ja, das ist quasi der erste Arc zusammengefasst. Was ich super fand, war die zweite Staffel, also der Mugen Train / Entertainment District Arc, der war super, weil er vom Animationsstil her war der einfach top notch, der war großartig und den neuen Arc, den habe ich noch nicht gesehen. Der erste ist ganz gut. Und wenn man, der ist sehr leicht, das ist ein guter Einsteiger-Anime, sag ich mal, ne? Kann ich da leider immer nur sagen, seid vorsichtig, passt auf, weil ich spoiler hier sehr viel. Die Szene mit der Spinnenmama-Dämonin war gruselig, ich kann mir gar nicht mehr erinnern, was da eigentlich in der ersten Staffel so groß vorgekommen ist. Also ich muss sagen, das ist wirklich schon lange her. Mir auch nicht kennen. Viele denken sich auch so, hä, wieso machst du jetzt ein Video zum Thema Demon Slayer? Den kennt doch jeder.
Ich habe die Erfahrung gemacht, auch wenn es ein noch so bekannter Anime ist, es gibt immer irgendwelche Leute, die diesen Anime noch nicht gesehen haben oder ihn noch nicht geschaut. Ja, vielleicht Leute, die halt keine Animes gucken, ne? Also Demon Slayer war auch mit einer der ersten Animes, die ich jemals gesehen habe. Haben oder auch gar kein Interesse daran hatten. Aber vielleicht dann doch mal Lust haben, sich darüber zu informieren und zu schauen und vielleicht gefällt ihnen der Anime dann doch. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen es jetzt. Ich glaube, der ist sogar auf Netflix verfügbar, ne? Also für die, die es interessiert. Okay, zu okay. Demon Slayer, was gibt's zu sagen? Was gibt's zu sagen? Der Charakter in der Mitte ist natürlich die Hauptfigur. Oben rechts ist seine kleine Schwester, die zum Dämonen wurde, als seine Familie angegriffen wurde in dem Zeitraum, wo er gerade... Die sind nicht angegriffen worden, die sind alle getötet worden. ...unterwegs war. Der Typ über mir hat seine Schwester umbringen wollen, weil die zum Dämonen geworden ist, weil er einer der fünf Säulen... Ich habe Baki die erste Folge gesehen, hat mich bisher gar nicht abgeholt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Baki hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich weiß nicht, ob das einfach nur an der ersten Folge bisher lag, also an der originalen 2001er Version von Baki, ne? Weil mir Sven gesagt hat, du musst unbedingt das Original gucken, weil sonst kannst du das Neue nicht gucken, das geht gar nicht. Und so, deshalb habe ich auch das erste jetzt angefangen. Da sind ja auch irgendwas bei 24 Folgen. Also die erste hat mich gar nicht abgeholt, muss ich sagen. So, vielleicht wird das doch besser, aber bisher, meh. Ich bin auch jetzt heute mit Jujutsu Kaisen fertig geworden, ne? Oder einer der neuen Säulen ist. So, und der Typ ganz links mit den grauen Haaren, mit der Maske, ist ein... Ja. Der Typ ganz links mit... Du meinst, der mit der Wildschweinmaske. Original ist nicht so geil, okay. Ich weiß ja nicht, ob ich dem neuen folgen kann, wenn ich das Original nicht gesehen habe. Das ist halt das Ding, ne? Wie sagt man denn? Ist ein Ausbilder der Dämonenjäger. Und da... Du meinst den rechts unten, nicht den links oben. Rechts unten, meint er. Das ist nämlich, ich glaube, dass das sogar der ist, auf den er am Anfang trifft. Das ist, glaube ich, der Demon Slayer, auf den er am Anfang trifft. Glaube ich jetzt. Bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Oder ist das der Dude, der verbrannt ist, der dann auch in den restlichen Staffeln vorkommt? Ich glaube, das ist aber der, auf den er trifft, ne? Der Typ, das ist im Anime gesehen, wie ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Dahin wurde der Junge von ihm hier geschickt, weil er dann wohl doch die Hoffnung hatte, weil seine Schwester ist nicht dieser klassische Dämon. Die Dämonen jagen die Menschen, um sie zu fressen. Baki super easy zu verstehen, null komplex. Das glaube ich auch. Also ich muss aber sagen, Jujutsu Kaisen hat mir gut gefallen, so die erste Staffel. Jetzt muss ich natürlich warten, bis die zweite Staffel irgendwie fertig erstmal auf Englisch erstmal rauskommt. Wahrscheinlich werde ich es dann auf Englisch gucken, nicht auf Deutsch. Da warte ich dann jetzt doch nicht so lange. Ich warte auch, bis dann der neue Demon Slayer Arc quasi komplett auf Englisch draußen ist. Ey, weil ihr wisst, es Untertitel und so, das ist halt mein größter Erzfeind, ne? Und da warte ich dann drauf. Aber ich habe auch noch so vieles, was ich auch noch schauen möchte auf meiner Anime-Liste quasi. Also ich habe genug. Ich glaube, das werde ich heute schon, Ghost in the Shell. Den habe ich auch noch nie gesehen. Also ich bin wirklich anime-technisch bin ich ein komplett jungfräuliches Kind, ne? Ich habe heute irgendwie nachgeschaut. Ich glaube, ich habe 12 Animes bisher gesehen. So Serien und Filme zusammen. Also ich bin da wirklich das komplette Neuland für mich. Und das ist ihre Nahrung. Das ist quasi Existenzberechtigung. So. Was? Das ist ihre Nahrung. Die Menschen, um sie zu fressen. Ach so, ja. Und das ist ihre Nahrung. Das ist quasi. Ja, das stimmt aber auch nicht, weil seine Schwester tötet ja keine Menschen. Das ist ja das Ding. Die Existenzberechtigung, so. Und es gibt einen Hauptdämon, der alle anderen Dämonen erschaffen kann mit seinem eigenen Blut. Das ist auch angeblich nur er, der das kann. Man muss sich hinterher herausstellen, dass es noch eine Dame gibt, die das kann. Aber gut, das ist was anderes. Jedenfalls ist es so, dass er hier Potenzial sieht in ihm und seiner Schwester. Und deswegen schickt er ihn zur Ausbildung. Seine Schwester ist anders als andere Dämonen. Sie hat bisher noch keinen einzigen Menschen gefressen, noch kein Blut getrunken. Und dementsprechend ist sie anders als andere Dämonen. Ja, sie ist in so einem Zwischenstand, ne? Das ist halt. Sie heilt sich nicht ganz so schnell wie andere Dämonen, weil andere Dämonen können sofort Gliedmaßen und alles Mögliche nachwachsen lassen. Das ist aber bei ihr nicht der Fall. Doch, natürlich, aber nicht so leicht, ne? So, da gibt es die sogenannte blutige Dämonenkunst. Das ist so eine Art Zauberkräfte, die haben. Und Schwester, die sie einsetzt, um ihn zu retten. So, abgesehen davon seht ihr oben links noch die Wildsau.
Und die Rucksau. Der Typ mit den blonden Haaren. Beides ebenfalls Dämonenjäger. Ich glaube, er oben heißt Inosuke, bin mir aber auch nicht sicher. Oder unten der, einer von beiden halt. Inosuke und Zenitsu, ich glaube, so heißen die zwei. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht genau. Ich habe es aber nicht mit Namen. Es gibt in dem Anime die sogenannte Atmung. Und zwar gibt es da verschiedene Arten von Atmungen. Es gibt die. Das ist ein Kampfstil, Rainer. Das ist keine Atmung, das ist ein Kampfstil. Flammenatmung, die Feueratmung, dann gibt es die. Flammen und Feuer, okay. Wasseratmung, die Luftatmung, die Insektenatmung und was weiß ich noch alles. Das sind alles verschiedene Stile, wie man atmet und wie man bestimmte Kräfte entwickelt durch diese Atmung. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht ganz durchgeblickt, was das Ganze mit dem Ganzen auf sich hat. Wie gesagt, das ist ein Kampfstil. Ja, und das ist so, kann man so ein bisschen damit vergleichen, wie das bei Avatar so ist, ne, mit den Elementen, die du bändigen kannst. Jeder kriegt halt quasi, oder jeder hat so eine Art von Atmung. Bei Tanjiro ist es am Anfang das Wasseratmen, glaube ich. Deshalb sind auch seine ganzen Attacken irgendwie blau. Und dann gibt es halt eine Säule, die ist halt ein Hashira. Das ist quasi so eine ein Demon Slayer Meister, kann man ungefähr sagen, so ungefähr, nicht komplett, aber so ungefähr. Und der hat halt zum Beispiel Feueratmung, und also so ist das, so kann man das. Dann hier Zenitsu, also der Blonde hat halt irgendwie so diese elektrische, also der kann irgendwie was mit Elektro und Blitzen sowas machen. Das hat der bei Inosuke, bin ich mir gar nicht sicher, was der eigentlich hat. So, zum Punkt. So, zum Punkt. Empfehle ich den Anime? Schwierige Frage. Den kannst du blind empfehlen. Den kannst du legit blind empfehlen. Ich, der eine komplette Abneigung die letzten 20 Jahre hatte gegenüber Animes, ne, den kannst du blind empfehlen. Der holt dich halt auch ab. Du musst die ersten 8 Folgen schauen, dann bist du quasi richtig drin. Also den kannst du wirklich problemlos an jeden empfehlen. Denn ehrlich gesagt muss ich sagen, ich persönlich kann nicht sagen, dass ich ihn empfehle, weil ich finde ihn jetzt nicht so gut. Der ist super, der ist super. Er ist okay. Ich kenne bessere Animes. Aber natürlich ist das nicht der beste Anime der Welt, aber der ist halt schon ziemlich gut. Auch von der Animation her, ne? Der ist auch ziemlich gut. In den späteren Staffeln wird der noch wesentlich besser. Also auch vom Visuellen her. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich zitten, deshalb mag Rainer den nicht. Ja, kann wahrscheinlich. Kann ich anschauen, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man auf das Shonen-Anime müsste das, glaube ich, sein, wenn man auf diesen Stil steht. Falls ich mich jetzt täusche, entschuldige ich mich. Aber wenn man auf den Stil von sowas steht, mit so Schwertkämpfern und so weiter, dann ist er bestimmt mal einen Blick wert. Die Story selber ist so lala, würde ich jetzt sagen. Ich kenne bessere Stories. Es ist aber jetzt auch keine Glocke. Demon Slayer mag jeder, außer unser Drache. Ja, ist einfach so. Demon Slayer ist halt auch wirklich unhatebar. Das ist ein super leicht zugänglicher Anime, so, da brauchst du auch kein Vorwissen oder sowas. Ne? Das ist halt super leicht verdaubar. So. Das ist vollkommen okay. Und der holt dich halt auch ab. Eine schlechte Story. Ich werde wahrscheinlich auch dem einen oder anderen auf die Füße treten, wenn ich jetzt hier meine Meinung äußere. Aber mir ist deine Meinung egal. Du bist eh dagegen aus Prinzip, ne? So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war's. Video okay. Dabei. Also zur Story konnte er uns jetzt eigentlich nichts wirklich sagen, ne? Also ich glaube, ich habe das jetzt aus dem Stegreif besser zusammengefasst als unser lieber Rainer. Also, gebt mir in die Beschreibung gerne mal eure Likes und sagt mir, was ihr gerne für Animes oder Filme oder Spiele oder Musik oder sonst was haben möchtet. Ja, wenn es wieder Musik ist, dann heißt es wieder, die CD, die ist richtig, richtig geil. Kann ich weiterempfehlen? Ist richtig, richtig geil. Finde ich richtig gut, ja. Ja, die Story auch nicht verstanden, natürlich nicht, ne? Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein und tschö, tschö. Das ist so wie Chainsaw Man, ne? Chainsaw Man ist auch unhatebar gefühlt, ne? Also außer Sven, der mag Chainsaw Man einfach nicht. Also aus Prinzip, ne, weil er dagegen ist, ne? Oder wie Jujutsu Kaisen. Das sind auch Animes, die mag eigentlich jeder, ja? Weil die auch gut sind. So wie Attack on Titan. Mag auch gefühlt jeder, ja? Ja, toll war nicht das Video, ne? Toll war echt nicht. Naja. Naja. Alles, außer die Frösche, die hüpfen, ne? Naja. Naja, gut. Da würde ich mal sagen, das war wieder ein stabiler Stream, meine Damen und Herren. Das war doch mal wieder ein stabiler Stream. Leute. Ja. So, ich würde jetzt gerne jemanden raiden, aber leider gibt es die Funktion auf YouTube nicht. Deshalb bedanke ich mich fürs Zuschauen, da haltet die Ohren steif und so. Ihr wisst, was jetzt kommt. Passt auf euch auf und so. Wir sehen uns die Tage. Keine Ahnung wann. Ist ja auch egal. Tüdelü und so. Grüß euch.